Menschen, die sich für CCM interessieren, CCM nochmal, Contemporary Christian Music, interessieren sich auch für die Musik der Welt. Sie hören auch weltliche Musik. Denn darin liegt die Inspiration für CCM. Ja? Es ist bereits eine kompromittierte Idee. Sie wollen die christliche Musik an die Welt anpassen. Ich gebe eine Geschichte. In den 50er Jahren begann eine Musikrichtung namens Rock'n'Roll, ja? Die sich in den 60er Jahren zu einer ganzen Reihe von Stilen entwickelt hat. Die 60er Jahre, 60s Classics, sind auch als Ära der Gegenkultur bekannt, Counterculture. Diese Ära ist von bestimmten Ideologien geprägt, zum Beispiel Hippie-Kultur, Drogen, freier Sex, Feminismus, Abtreibung, Toleranz gegenüber Homosexualität und so weiter. Ja? Die 60er Jahre sind stark von der Musik geprägt. Sie haben auch ihre musikalische Grundlage, die aufkam. Im Laufe der Jahrzehnten gab es einige berühmte Pioniere, die diese Art von Musik hervorgebracht haben. Ich nenne ein paar Leute und ein bisschen kleine Geschichte über ihnen. Bob Marley. Bob Marley. Kennst du Bob Marley? Ja? Glaubte, dass Marihuana ein Hilfsmittel für die Meditation ist. Und befürwortete seinen Freizeitkonsum. Er starb im Alter von 36 Jahren an Hautkrebs. Amen. Jim Morrison, The Doors, ein schwerer Trinker und pathologischer Acid-Konsument, war buchstäblich von Dämonen besessen, als er auf der Bühne auftrat. Es gibt Videos, du kannst sehr deutlich sehen, sie sind von Dämonen besessen. Viele Menschen tanzten bei seinen Konzerten buchstäblich nackt. Einmal, während er auf der Bühne stand, äußerte er den Wunsch, seinen Vater zu erschießen und mit seiner Mutter zu schlafen. Er starb mit 27 Jahren an einer Überdosis. Preis den Herrn. Amen. Jimi Hendrix war ein gewalttätiger Trinker. Er zerschlug auf der Bühne buchstäblich seine Gitarre und zündete sie an. Er verneigte sich buchstäblich und betete die Flammen des Feuers. Es gibt ein Video an. Er verschluckte sich an seinem eigenen Erbrochenen, nachdem er sich betrunken war, hatte und starb im Alter von 27 Jahren. Er musste früher sterben. Sollte, ja. John Lennon von Beatles, das ist ein Zitat von ihm. Das Christentum wird verschwinden. Es wird verschwinden und schrumpfen, darüber brauche ich nicht zu streiten. Ich weiß, dass ich Recht habe und dass ich Recht behalten werde. Wir sind jetzt beliebter als Jesus. Ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird, Rock'n'Roll oder das Christentum. Jesus war in Ordnung, aber seine Jünger waren dumm und gewöhnlich. Es sind die, die es verdrehen, die es für mich ruinieren. Und viele charismatische Christen haben auch diese gleiche Einstellung. Was Jesus gesagt hat, war in Ordnung. Aber was Paulus gesagt hat, was seine Jünger gesagt haben, das ist zu radikal. Weißt du was, sie haben nicht gelesen, was Jesus geschrieben hat, was Jesus gesagt hat. Ja, es gibt so viele kontroverse Dinge, dass Jesus, selbst Jesus gesagt hat. Ne? Kurt Cobain von Nirvana. Ja, Kurt Cobain. Gott ist schwul, Jesus ist schwul. Homosexueller Sex regiert. Er schoss sich in den Kopf. Amen. Freddie Mercury von Queen verkaufte buchstäblich seine Seele an Satan. Es gibt dieses Lied Bohemian Rhapsody. Er singt darüber, über diese Geschichte, wie er das verkauft hat. Er war ein Schwuchtel, trat in Frauenkleidern auf, und starb an AIDS. Amen. Ja, er hat so viele Auftritte in Drag getan. Ende starb an AIDS, preis den Herrn. Lass mich ja sagen, die weltliche Musik, die wir heute kennen, stammt von Menschen wie diesen.
Alles, was du hörst, im Einkaufszentrum, Restaurants, diese Musik stammt von diesen Leuten hier. Es ist satanisch, es ist homo. Das ist satanische Musik, das ist Homo-Musik, das ist teuflische Musik. Und lass mich dir sagen, ich habe schon gesagt, die Welt ist in Finsternis, das verstehe ich, okay. Die Welt, das ist die Art von Musik, die sie hören. Aber weißt du, was noch schlimmer ist? Es gibt heute sogenannte Christen, die die gleiche Art von Musik mit Bibelversen und christlichen Text versehen. Ja, das ist, was CCM ist. Diese gleiche Art von Musik, die von dieser satanischen Leute kam. Sie singen diese Lieder mit christlicher Verse in ihrer Gemeinde. Das ist CCM. Das kommt von satanischer Welt. Das ist Homo-Musik. Das ist Homo-Musik. Sie haben dieselben Rhythmen, dieselben Beats, dieselben Sounds, dieselben Muster, dieselbe Art von Intros, Zwischenspielen, Bridges, Endings. Das kam von der Welt. Und lass mich dir sagen, ganz deutlich sagen, ich hasse diese Lieder. Ich hasse diese Lieder. Der Text mag nicht falsch sein. Manchmal ist das Text, es gibt nicht etwas Falsches drin. Aber ich hasse die Musik. Vielleicht sagst du, Moses, wie kannst du sagen, Hass ist zu stark? Du darfst nicht das Wort Hass sagen. Okay, was hat David gesagt? Psalm 119, 104. Von deinen Befehlen werde ich verständig, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge.